Ja, wir stellen Ihnen heute mal die Zimco-Diamantkoffer-Reihe etwas näher vor und die hervorragenden Besonderheiten dieses Koffers. Ich mache ihn als erstes mal zu, damit man sich das Ganze hier mal anschauen kann. Alu-Druckgussrahmen bedeutet wesentlich stabiler als gezogene Alu-Rahmen. Hier kann man auch mal, naja, sagen wir mal, 70 Kilo draufstehen, drauf sitzen, kein Problem. Zusätzlicher Bügel oben wie unten, der nochmal die Hartschale entsprechend verstärkt. Alles am Koffer ist geschraubt, sprich, sollte hier mal etwas kaputt gehen, ist es auswechselbar. Ersatzteile sind bei Zimco zur Verfügung. Also, ob Alurahmen, Sicherheitsbügel, Hartschale auswechselbar. Ob Griff separat einzeln auswechselbar, Griffhalterung, Schlösser geschraubt auswechselbar, Werkzeughalterung geschraubt auswechselbar. Also der ideale Koffer, um, sollte mal etwas kaputt gehen, ihn auch entsprechend zu reparieren. Weitere Besonderheit. Gasdruckstoßdämpfer bedeutet, der Koffer fällt mir nicht einfach mehr auf die Finger, wie man es eben häufig von den anderen Koffern kennt. Vorne zu schwer, waren die Finger ab. Zweitens, durch die Stoßdämpfer kann ich auch die unterste Schale öffnen, mit dem Klippband hier oben befestigen und komme hervorragend an meine Vago-Klemmen, an meine Lüsterklemmen, an meine Kabelverschraubung, die alle in diesem wunderbaren Rago-Aufbewahrungskästchen hier drin sind und hier auch rutschfest verankert sind. Wieder schließen. Das Werkzeug wird nicht von Taschen und Schlaufen gehalten, sondern von wunderbaren Gummilippen, die sich hier in der Werkzeughalterung befinden. Ja, die Männer werden wissen, was ich meine. Das fühlt sich gut an und hält jedes Werkzeug. Zusätzlich, damit Sie auch hier den Alurahmen nicht kaputt bekommen, können Sie also Werkzeuge hier einstecken und hier unten ist extra eine Stoßkante, die entsprechend dafür sorgt, dass das Werkzeug nicht hier zwischen hängen bleibt. Also auch ein Riesenvorteil für den Koffer, um dass er länger hält. Bestückungen gibt es unterschiedlichste mit unterschiedlichen Werkzeugtafeln. Die Werkzeugtafeln sind ebenfalls herausnehmbar, sodass man die sich also auch mal beiseite packen kann oder eben auswechseln kann. Dokumentenfach hinten, hier zum Beispiel je nach Ausführung für ein paar Stifte, Kugelschreiber, Auftrag etc. pp. Also da gibt es wirklich unterschiedlichste Bestückungen, die dort möglich sind und auch unterschiedlichste Koffergrößen. Dazu informieren Sie sich bitte einfach bei uns im Katalog und auf der Webseite, welches der passende Koffer für Sie sein könnte. Das Wichtigste, was man also mitnehmen sollte, Alu-Druckgussrahmen, so gut wie einfach alles auswechselbar. Was hier mal kaputt geht, wird von Ihnen persönlich gewechselt, Ersatzteile bei Zimco zur Verfügung. Ja, und das waren eigentlich die wichtigsten Vorteile von diesem wunderbaren Koffer Zimco Diamant.